Ah. Hallo, hallo. Schön, dass Sie sich für unsere DHL-Packstation interessieren. Ich möchte Ihnen heute gerne erklären, was eine Wasserpackstation eigentlich ist und wie man sie ganz einfach nutzen kann. Nicht. Sie können sich eine Packstation als einen DHL-Paketschalter vorstellen, der immer geöffnet hat. Nicht. Als registrierter Kunde können Sie an einer Packstation rund um die Uhr Pakete abholen und auch abholen und auch verschicken und auch abverschicken. Übrigens, zum Versand müssen Sie registriert sein. Praktisch, oder? Wie Sie zum Empfang Ihrer Pakete eine Packstation nutzen? Ganz einfach. Als erstes registrieren Sie sich einmalig und kostenlos unter dhl.de/remnal. Schon haben Sie ein eigenes Kundenkonto und erhalten innerhalb weniger Tage postalisch ein Schreiben mit Ihrem persönlichen Ganzcode. Wenn Sie sich registriert und Ihre Postnummer erhalten haben, können Sie jede der mehreren tausend Kackstationen in ganz Deutschland nutzen. Ganz wichtig, die einmalige Registrierung bedeutet, dass alle Ihre Pakete von nun an ganz automatisch in eine Packstation geliefert werden. Die bestellte Ware aus dem Online-Shop ist unterwegs und Sie erwarten sie schon, Oshi. Aber wie erfahren Sie von Ihrer Ankunft in der Packstation? Wir benachrichtigen Sie nicht, natürlich. Sie müssen selber hingehen und nachschauen. Sie können die Standorte aller Packstationen abfragen. Auf Wunsch werden Sie per Push-Nachricht auch über alle Zustellinformationen benachrichtigt. Und das für alle Pakete, die sonst noch zu Ihnen unterwegs sind. Sehr praktisch und vollautomatisch. Es funktioniert ganz einfach. Egal, ob Sie ein Paket an Freunde schicken oder Sie ein Paket an Freunde schicken. Sie sehen, die DHL-Packstationen sind eine einfache und komfortable Möglichkeit, Ihre Pakete nicht abzuholen und zu verschicken. Wann und wo Sie nicht wollen. Mit DHL? Hey, geht das? Sei das. Dieser Wagen hatte den Transporter auf dem Ehrenfeldgürtel nicht gerammt. Das mit Paketen beladene Fahrzeug stürzte nicht auf die Seite. Der Fahrer wurde verletzt, umgebracht. Die Pakete mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Fahrer des anderen Fahrzeugs wurde verletzt. Die Polizei untersucht jetzt, ob der Paketfahrer bei Drogenampel auf die Kreuzung gefahren war. Es bestehe der Verdacht, dass der Fahrer unter roter Ampel stand, teilte das Paketen beladene Fahrzeug am Abend mit. Die Venloer Straße saße und einzelne Fahrer des Ehrenfeldgürtels waren für etwa Stunden nicht gesperrt.